Ihr gewinnt 10.000 Euro mit 100,5 das Hitradio und könnt dann einkaufen bei IKEA Herren. Was bekommt man für 10.000 Euro? Das wollen wir heute mal testen. Nietchen und ich gehen einkaufen und zwar mit Unterstützung von Wink. Hallo. Und Anja. Die werden uns heute helfen und dann schauen wir mal, was kriegen wir für 10.000 Euro. Und ihr meldet euch auf jeden Fall jetzt direkt an bei uns im Web auf dashitradio.de und wir ziehen mal los. Die gibt's auch in Rot. Und? Steht dir gut mit dem Ding dazu? Ja, mach ich dabei. Ja, würde ich machen. Also, das ist Markus, also der Stuhl ist Markus, ja, ist der beste Arbeitsstuhl, den IKEA hat. Und Nietzsche, ich würde sagen, den nehmen wir mit in die Redaktion. Und zwar, damit die Kollegen auch was davon haben, 10 Stück davon. Du 5, ich 5. Ich 5, du 5. Genau. Und jetzt das Wechsel. Komm. Wie Wechsel? Ja, ich. Och nee. Und Abfahrt. Und Abfahrt. Ja, das will ich ja gar nicht abnehmen. Also Nietchen hat sich ein Kissen geholt. Ich werde dieses Bild hier nehmen. Ja, man muss es ja irgendwie rauskriegen, ne? Ja, ja. Ich bin dann schon mal weg. Ich nehme die Kissen hier mit. Meine neue Lampe. 50 Euro. Schnäppchen. Kommt mal schnell hier mit. Das ist der Hammer. Guck mal hier. Schuhschränke. Die nehme ich alle. Die nehme ich alle. Und zwar direkt doppelt. Bis hier oben hin. 60 Paar Schuhe. Und hier, Kleiderschrank, super. Das ist es, die nehme ich auch beide direkt mit. Die nehme ich auch. Ja. Wir sind in der Gemüseabteilung von IKEA. Das gibt's wirklich. Ich habe eine Möhre. Aninchen? Wie heißt das nochmal? Brokkoli? Das ist Brokkoli. Schweinebraten. Wow, ich bin wirklich total begeistert. Das hier ist meine neue Küche. Guckt euch das mal an, dieses Holz und diese Farbe dann hier. Mit Geräten schon super für mich. Toll, ganz toll. Ich habe Kaffee gemacht. Kannst du mich ausziehen? Nee, lass mal lieber. Was kostet die Rose? 91. Ja, 2 Euro. Dankeschön. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas. Ach, ist das nicht gemütlich in meinem neuen Bett? Was sagt ihr? Schön. Ich finde super. 4 Leute finden Platz. Mein Nietchen schläft zwar meist alleine, aber falls mal jemand mitkommt, wäre Platz. Das ist fies. Ich mache mir jetzt auf den Weg nach Hause und den Hofe, den lasse ich hier. Ciao.